guten Morgen wünsche ich euch hier von Bord der World Voyager. Ja, wir melden uns mal wieder live hier zu früher Stunde. Wir haben, ich kann nicht mal auf die Uhr gucken, ich glaube genau 7 Uhr. Wir hätten uns schon früher gemeldet, aber erst seit ja, ungefähr einer Minute haben wir hier LTE und haben die Möglichkeit zu streamen. Ja, wir kommen jetzt hier in Costa Rica an und ich drehe am besten direkt einmal die Kamera um, sodass ihr nicht mich seht, sondern das Einlaufen hier mit der World Voyager in Costa Rica. Genau so, da seht ihr es. So, ich schalte es hier einmal weg. Ich befinde mich wie immer hier auf Deck 5 und wie ihr seht, wir sind schon fast da. Wir laufen schon in den Hafen ein. Wie gesagt, wir hätten uns gerne schon vorher früher gemeldet, dass ihr ein bisschen mehr mitkriegt. Aber ja, das Internet die letzten Tage war leider nicht so gut, weshalb wir uns auch heute erst wieder melden, da es uns in den letzten Häfen tatsächlich, wir hatten nur 3G und damit zu streamen ist nahezu unmöglich, weshalb wir uns heute hier aus Costa Rica erst wieder melden. Ja, was haben wir die letzten Tage gemacht hier an Bord der World Voyager? Wir haben jetzt 2 Seetage hinter uns tatsächlich. Einer davon war geplant, der andere war nicht geplant, da wir eigentlich gestern auf der Insel San Andres gewesen wären. San Andres ist eine Insel, die zu Kolumbien gehört. Und Kolumbien hat uns hier kurzfristig Auflagen gemacht, die das Schiff in der Schnelle der Zeit leider nicht erfüllen konnte. Und zwar hieß es, dass wir, als wir spätabends schon von Honduras ausgelaufen sind, hieß es dann schon, wir bräuchten für die Einreise in Kolumbien einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Das konnten wir in Honduras auf die Schnelle nicht mehr organisieren und an Bord hat man leider auch nicht die Möglichkeit, für alle Gäste mal eben auf die Schnelle einen PCR-Test durchzuführen, weshalb die kolumbianische Insel San Andres für uns leider ausgefallen ist. Man hatte geschaut, ob man einen Alternativhafen in der Schnelle findet. Aber ihr könnt euch das vorstellen, das ist hier in Mittelamerika tatsächlich leider auch nicht so einfach, dass man da eben mal sagt, ja gut, wir fahren da jetzt mal hin, sodass dann auch der Rest der Route nicht verschoben wird. So, da winken schon die Ersten hier. Ja, und dementsprechend hatten wir jetzt 2 Seetage und heute wartet hier Costa Rica auf uns. Es ist bewölkt und ich stelle gerade fest, es ist auch gar nicht so warm. Ja. Was das Wetter auf dieser Reise betrifft, haben wir schon sehr viele gute Tage gehabt oder gute Momente. Die letzten 2 Seetage waren ein Traum, aber wir hatten auch schon Häfen, da war das Wetter leider so alles andere als gut. Vor allem auch in Honduras, da hat es geschüttet bis zum geht nicht mehr, weshalb wir auch an Bord geblieben sind. Zum einen, weil das Wetter so blöd war, zum anderen haben wir in unserer Reisegruppe hier ein kleines gesundheitliches Problem gehabt, was aber allerdings überhaupt nichts irgendwie mit Corona oder Ähnlichem zu tun hat, sodass wir gedacht haben, ja, den schonen wir jetzt mal hier ein bisschen und bleiben vielleicht lieber einen Tag an Bord. Da wussten wir allerdings auch noch nicht, dass San Andres ausfällt und wir somit 3 Tage am Stück hier an Bord waren. Aber auch das haben wir ohne Probleme hier gemeistert an Bord der World Voyager, auch wenn das Schiff klein ist, nicht so viel Unterhaltungsprogramm und Unterhaltungsmöglichkeiten bietet, wie es jetzt große Schiffe tun. Aber wir haben uns hier sehr gut amüsiert und auch sehr gut erholt. Wir haben auch tatsächlich öfter mal den Tag über geschlafen und uns so ein bisschen die Erholung geholt, die uns vielleicht auch in den letzten Wochen gefehlt hat. Ja, und dementsprechend sind wir jetzt heute hier in Costa Rica auf einer knallbunten Pier. Da legen wir nämlich gerade an. So, und jetzt zeige ich euch mal hier wieder live dabei, wie hier die Seile geschmissen werden, damit wir dann auch hier entsprechend gleich festmachen können. Ja, was haben wir noch gemacht? Ich glaube, zuletzt hatten wir uns, ich weiß gar nicht, von wo wir uns zuletzt gemeldet hatten. Unser letzter Hafen, wo wir waren, das war Roatán, auch eine Insel, die zu Honduras gehört. Das war wirklich da hatten wir einen sehr, sehr tollen Ausflug gehabt. Den hatten wir privat gebucht über, ich glaube, Get Your Guide. Und da ging es darum, Zipline zu fahren.
ATV zu fahren. Und dann hatten wir noch Aufenthalt in einem Beachclub und das war wirklich, das hat sich absolut gelohnt. Vielleicht habt ihr auf Facebook schon die Bilder gesehen. Da hatten wir wirklich einen fantastischen Tag. Und auch da waren wir anfangs skeptisch, da es morgens, als wir aufgestanden sind, sehr, sehr stark geregnet hat. Und wir dachten, oh, und jetzt so ein Ausflug im Regen mit Quadfahren, das macht ja noch Spaß im Regen, aber Zipline und so im Regen, das macht jetzt vielleicht nicht unbedingt so viel Spaß. Das Wetter hat dann aber echt umgeschlagen. Es war dann tolles Wetter gewesen und wir hatten einen wirklich fantastischen Tag. Ja, was werden wir heute machen? Da hinten seht ihr, kommen schon die Reisebusse. Um 8.30 Uhr geht unser Ausflug los. Und zwar gehen wir spazieren über einen Skywalk im Regenwald. Ja, da sind wir schon sehr gespannt. Wir hatten ja auf St. Lucia vor kurzem die Seilbahnfahrt, Gondelfahrt durch den Regenwald gemacht, was eher so ein bisschen... Ja, war. Und jetzt sind wir gespannt. Skywalk, das ist bestimmt so ein bisschen Nervenkitzel, wenn man da über die Brücken, wie auch immer das da sein wird, über Schluchten oder sowas läuft. Da sind wir schon sehr gespannt. Der Ausflug geht nur 3 Stunden. Das ist relativ kurz. Damit ist der Vormittag gefüllt. Und dann werden wir mal schauen, wie das Wetter dann am Nachmittag ist, ob wir nicht am Nachmittag noch einen privaten kleinen Ausflug irgendwie an den Strand machen. Ja, ansonsten haben wir sehr viel gesehen auch die letzten Tage auf den Seetagen. Wir haben des Öfteren mal Delfine gesehen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Teilweise waren die sehr nah am Schiff und haben uns auch einen kurzen Moment begleitet. Wir haben sehr viele fliegende Fische gesehen. Vielleicht kennt ihr die, wenn ihr schon auf Kreuzfahrt wart. Gerade hier in der Karibik sieht man die doch sehr, sehr häufig. Sehr viele Vögel haben uns begleitet, Haubentaucher haben uns begleitet, nicht nur Möwen. Das ist schon sehr, sehr schön anzusehen. Die Natur bietet hier doch recht viel. Da kommt schon einer mit dem Quad angeschossen. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Da werde ich auch die Tage hier ein Video auf jeden Fall online stellen. Und zwar Quadfahren durch Roatan oder über Roatan. Da sind wir so ein bisschen abseits der Touristengebiete mit dem Quad unterwegs gewesen und das war schon wirklich sehr schön, die Insel zu sehen. Wir haben uns so ein bisschen in die Insel verliebt, eine sehr schöne Insel, eine sehr arme Insel. Vielleicht mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja auf Roatan ein Schulprojekt zu verwirklichen. Das wäre jetzt so unser nächster Plan, da direkt mal bei Fly and Help anzufragen, ob es denn vielleicht ein Projekt in Roatan gäbe. Das wäre momentan so unsere erste Wahl hier auf unserer Tour in Mittelamerika, dass wir dann in diese Richtung hier die nächste Schule bauen werden, dass auch hier den Kindern geholfen wird. Ja, jetzt sind wir quasi da. Die Leinen werden noch festgemacht. Könnt ihr mal gucken hier auf der bunten Pier, was hier los ist. Ja, die wollen jetzt hier die Leinen festmachen, wissen aber scheinbar noch nicht so genau wo. Ich würde sagen hier. Ich kann euch auch sonst noch ein bisschen hier was vom Hafen zeigen. Ein großes Terminal oder so scheint es hier nicht zu geben. Schlepper sind da. Und man hat hier wieder eine tolle Aussicht. Das Wetter, denke ich, wird heute auch wieder gut werden. Es ist zwar momentan noch bewölkt, ein bisschen frisch, aber hier kommt schon sehr, sehr viel Blau am Himmel durch, sodass wir da heute wahrscheinlich auch mit einem guten Tag rechnen dürfen. So, ja, das Wetter war wirklich, hatte ich ja am Eingang schon erwähnt, wirklich sehr durchwachsen bisher auf der Reise. Wir hatten sehr viel Regen, sehr viel nicht so schönes Wetter, aber auf der anderen Seite auch wieder Momente, wo es sehr schön war. Da kommen sie mit Blaulicht an. Ja, heute müssen wir hier unser Impfzertifikat mit an Land nehmen. Morgen werden wir nochmal PCR getestet. In Panama, ja, morgen werden wir in Panama sein, da gibt es dann einen PCR-Test für alle, damit wir dann übermorgen nach Cartagena in Kolumbien dann einreisen können, damit nicht noch der zweite kolumbianische Hafen ausfällt, hat man es dann natürlich organisiert, dass man dann in Panama PCR-Tests bekommt, sodass wir dann den zweiten kolumbianischen Hafen anfahren können, da ja der erste leider ausfallen musste. Ja, hier ist richtig Action an der Pier, sage ich euch. Der Quadfahrer, der ist auch hierher gekommen. Das sind bestimmt alles die Behörden hier, die jetzt erstmal alles checken, bevor das Schiff zum Landgang freigegeben wird. Auf jeden Fall haben wir bisher sehr, sehr schöne Häfen gesehen. Also das, was wir gesehen haben,
War sehr interessant, war aufschlussreich, hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Diese Mittelamerika-Tour ist schon etwas ganz anderes als die klassische Karibik-Tour, die wir ja erst im Dezember gemacht haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Oft sind die Strände hier tatsächlich nicht so schön, wie man es aus der Karibik kennt. Damit möchte ich nicht mal sagen, dass der Sand oder alles anders ist, sondern oft sind die Bereiche einfach nicht so gepflegt, ne? Man begegnet hier schon sehr viel Müll auch im Wasser. Da merkt man doch, dass die Mittelamerika-Häfen doch noch mal um einiges ärmer sind als die karibischen Inseln, die wir jetzt schon ein paar Mal gemacht haben. So, Pascal ist jetzt auch da. Der möchte, glaube ich, auch mal Hallo sagen. Der schaltet sich hier zu. Passt auf, zack. Tschu, da ist er. Morgen. Ja. Dann kannst du ja auch ein bisschen was erzählen. Wir haben tolle Leute kennengelernt, die Wushi. Ja, genau. Wushi mit W, weil Nico hat einen Sprachfehler. Er sagt immer Wefan und Wellani. Und dann haben wir den Wushi gefunden. Das sind coole Leute an Bord. Wir haben es sogar gepackt, weil jemand mir erklärt haben, dass FFP2-Maskenpflicht heißt. Der hat gesagt, er ignoriert das bewusst. Er will der Obrigkeit nicht hörig sein. Ob ich mal mit dem Security gesprochen, ob der mal ein bisschen was sagen will. Und seitdem trägt er jetzt auch FFP2-Maske. Ich habe eigentlich gesagt, er soll ihn rausschmeißen, weil alle tragen eine, nur er nicht. Ja, gibt es auch hier. Aber wir sind safe. Wir haben keine Fälle, glaube ich. Ja, das wird schon morgen zeigen, Ja. wenn wir den PCR-Test in Panama bekommen. Ja. Und tatsächlich, wenn da morgen was bei rauskommt, würde ich jedem empfehlen, den Momfred anzuzeigen, weil der war der Einzige, der hier mit FFP2 nicht rumgelaufen ist. Und auch an Land gemeint hat, er bräuchte keine Maske, er kann machen, was er will. Wenn ihr die Facebook-Bilder gesehen habt von unserem Zipline-Ausflug, wir hatten überall FFP2 auf, einfach weil man sich auch draußen schützen muss. Und das ist, glaube ich, in der Kreuzfahrtbranche das große Problem im Moment, dass man das an Bord relativ gut hat, wobei auch nicht jeder alles voll durchzieht. Aber an Land ziehen die Leute ihre Maske aus und denken, hier ist ja kein Corona, alles cool. Und ich glaube, dass man es von draußen reinschleppt. Und hier läuft es ganz gut. Also ich habe hier fast niemanden gesehen, der draußen seine Maske auszieht. Ja. Und da wir FFP2-Pflicht haben, hat da draußen jeder seine Maske auf. Und wenn wir zurückkommen, nehmen die uns die Masken auch immer ab. Und man muss vor der Security eine neue Maske aufziehen. Das ist schon echt gut gelöst hier. Ja, vor allem, es kamen ja die Tage jetzt auch auf Facebook viel die Diskussionen auf. Ja, wir sind jetzt in Quarantäne, wir sind positiv getestet und wir haben uns an alle Regeln gehalten. Und da ist auch echt nochmal so der Appell so ein bisschen an euch. Es reicht manchmal nicht, sich an die Regeln zu halten, weil im Zipline Park zum Beispiel war keine Maskenpflicht. Also der Zipline Park hat gesagt, ihr braucht eure Maske hier nicht auflassen. Wir haben sie trotzdem aufgelassen. Wir hatten noch zwei Pärchen von der, welche war das? Odyssey of the Seas, die mit uns im Hafen war, mit in der Gruppe. Wir waren eine Achtergruppe in dem Zipline Park. Die haben natürlich keine Masken aufgehabt, aber wir haben uns mit FFP2 geschützt. Und man stand eben auf den Plattformen beisammen. Und wenn man so die Zipline da so lang gerauscht ist, ja, weil es meinte auch jemand, ja, dann auf den Plattformen eine Maske zu tragen, das leuchtet ja ein. Aber doch nicht während man da fliegt. Aber ich starte ja von der Plattform und ich lande wieder auf der Plattform. Und wir sind hier nicht irgendwo in Europa, wo diese Ziplines vollautomatisch gebremst sind, sondern die Guides, die da dabei waren, die haben einen quasi gebremst, die haben so das Seil gepackt. Und da ist man schon relativ nah auch den Menschen gekommen. Und natürlich trägt man da eine Maske, auch wenn es die Regel nicht hergibt. Also die Regel sagt, in dem Park, du brauchst keine Maske tragen. Aber ich für mich trage doch eine Maske, weil ich will mich doch schützen davor, dass diese Menschen vielleicht nicht geimpft sind, dass die vielleicht nicht gerade getestet sind. So, natürlich achten die Reedereien darauf, dass man, wenn man Ausflüge macht, die Ausflugspartner eben geimpft und getestet und alles sind. Aber man kann ja hier auch individuell von Bord und wir haben diesen Ausflug auch individuell gemacht und dementsprechend wissen wir nicht, wer da getestet und wer da geimpft ist, sodass wir uns selbst auch einfach noch mal mehr schützen müssen, indem wir eine Also FFP2-Maske tragen. unser Guide, der Brandon, der hat auch gesagt, er sei geimpft Ja. und hat auch immer schön die Maske runtergezogen. Dann haben wir ihm gesagt, er soll sie wieder hochziehen, hat er dann auch wieder gemacht. Also man kann den Leuten schon auch sagen, was man von denen Ja. erwartet. Das geht schon. Ich habe noch ein nächstes Praxisbeispiel. Da war so eine Frau, die hat eine Riesenwelle gemacht, betrifft AIDA Dubai.
die sind vor dem Check-in rausgefischt worden und in Quarantäne gesetzt worden, weil sie positiv getestet worden sind. Und dann hieß es, AIDA ist ein Dreckladen, AIDA ist böse, AIDA kümmert sich nicht. Ihr müsst verstehen, unter welchen Fuchteln ihr steht. Werdet ihr an Bord positiv getestet, ist AIDA für euch verantwortlich. Werdet ihr im Terminal positiv getestet, dann sind das die Dubainesen oder die Kanarier oder wo auch immer ihr seid. Dann seid ihr nicht in den Händen der Reedereien, wenn das vor dem Check-in passiert. Wenn man positiv an Bord getestet wird, ist AIDA vollkommen oder die Reedereien vollkommen verantwortlich. Passiert das im Terminal, dann sind das die örtlichen Behörden. Und die haben natürlich andere Quarantänehotels, andere Standards und andere Ideen, als es die Reedereien haben. Weil den Fall, den hatten wir die Tage, da ist die Frau voll ausgerastet und sagt, AIDA hier, AIDA dort, AIDA hat gemacht, was sie konnten, aber AIDA kann Dubai auch nicht erklären, was sie zu tun haben. So, die Behörden, die stehen über AIDA, nicht drunter. So, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, das ist auch bei TUI Cruises so. Wirst du im Terminal abgefischt, bist du nicht unter der Fuchtel der Reederei, ganz einfach. Und das war in dem Fall so und die hat wirklich überall eine Welle gemacht. Letztendlich hat AIDA, der jetzt schöne Flüge besorgt, die ist wohl jetzt zu Hause, seitdem schreit sie auch nicht mehr rum. Aber das muss man halt auch verstehen. Man muss, auch wenn man in einer schwierigen Lage ist, Ruhe bewahren und verstehen, was gerade passiert. So nicht jeden zur Sau machen, der nichts dafür kann. Und da war eben auch dieses Argument, wir haben uns an alle Regeln gehalten. Ja, aber wenn man sich an alle Regeln hält, ja, reicht es manchmal eben nicht aus. Weil wie gesagt, es gibt auch Momente, wo es keine Regel gibt für eine Maskenpflicht. Und dann ist es doch an mir selbst zu sagen, schütze ich mich oder springe ich da rein. So, wir müssen uns jetzt auch an Regeln halten. Und zwar müssen wir jetzt frühstücken, sonst kriegen wir den Ausflugsbus nicht. Genau. Wir streamen nochmal von unterwegs. Wir haben ja hier jetzt wieder LTE. Das war tatsächlich in den letzten Häfen, hatten wir ein bisschen 3G, da ging nicht viel. Jetzt haben wir aber in Costa Rica wieder LTE. Da können wir unterwegs mal streamen von diesem Skyline-Dingsbums. Genau, entweder vom Skyline oder dann vom Strand, wenn wir heute Nachmittag noch vom Strand gehen. Bei so einem Ausflug beim Geführten weiß man ja nie, wie man so die Möglichkeit hat, sich vielleicht auch mal ein Stück zurückzuziehen, um einen Stream zu machen. Und das müssen wir uns anschauen und wir werden uns auf jeden Fall... Wir melden uns später wieder, nicht und M. Wir gehen jetzt. Wir melden uns gut. Wieder. Tschüss.